Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute lesen wir uns gemeinsam die News durch und schauen uns die Pferde im Spiel an. Leider kann ich euch die Gangarten noch nicht zeigen, da ich das Pferd nicht besitze und mir erst nach dem Open House Event kaufen werde. Aber falls sich einer meiner Freunde das kauft, also das Percheron kauft, und dann könnte ich euch die Gangarten wahrscheinlich eventuell zeigen. Also, Perfekt Percherons. Hi, ein ganz besonderes Pferd hat seinen Weg nach Jörvik gefunden. Wir stellen vor das Percheron. Frankreichs geliebter, sanfter Riese, das Percheron hat eine Geschichte, die so facettenreich ist wie das Land, in dem es so rumgekommen ist. Der Stammbaum des Percherons lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Als mächtiger, getrauertes Tisch Schlachtrösser gepanzerte Ritter in die Kampf trugen. Als die Briten in Kriegsführung zu Ende gingen, fand das Percheron eine neue Verwendung als Kutschenarbeitspferd. Eine Zeit lang genoss die Rasse weltweiten Ruhm als ideales Zugpferd und wurde zu einem der meist importierten und beliebtesten Pferde Amerikas. Heute gehören die Percherons zu den vielseitigsten Zugpferden weltweit. Sie ziehen Wagen und Schlitten, arbeiten in der Forstwirtschaft und nehmen sogar an Springreitbewerben teil. Das Percheron ist für sein sehr angenehmes Temperament bekannt. Besonders beliebt ist es bei den Jörvik-Rangern, die der Rasse den ihren eigenen Elchstang beigebracht haben. Das Percheron ist ein treuer Begleiter, der dich nicht im Stich lässt. Das ist ein wahnsinnig süßes Foto. Welches der Perfect Percherons nimmst du unterm Stall auf? Was ist das für eine Rasse? Es ist ein Percheron. Wo findet man sie? Auf Marleys Farm und in Fort Pinter. Man muss 850 Starcoins dafür ausgeben. Und man kann sie auf Fort Pinter sofort haben und die anderen Farbvarianten sind ab Level 7 zu erreichen. Es gibt einen hellgrauen Apfelschimmel, dunkel Apfelschimmel, einen Rappen, einen Kastanienbraun und einen braunen. Also das war ja der hellgraue, war ja der, ich würde mal schätzen, hier der, wobei, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Apfelschimmel ist der. Der dunkle Apfelschimmel, das hier, sorry. Der Rappe ist der hier, der Kastanienbraune ist der hier und der Braune ist, denke ich mal, der hier. Warte. Ein Kastanienbraun könnte auch der hier sein, ein Brauner der dann. Also, was sollte ich noch wissen? Für das Percheron gibt es zwei Mähnstile, eine lange Mähne und eine geflochtene Schlaufe. Wenn man das Percheron sieht, bitte führt es seinen Edge-Gang aus. Dieses ist von den Jovic-Rangern beigebracht, um sumpfige Gelände zu durchqueren. Um den Percheron im Edge-Gang laufen zu lassen, bringe es zunächst den Schritt und halte die Shift-Taste gedrückt, während du aufforderst, damit es schneller geht. Und es gibt auch ein neues Barock-Zaumzeug, das genau dasselbe ist wie letztes Mal, nur diesmal ohne Horn, was ich persönlich sogar sehr schön finde. Bei mir haben die Hörner nicht so gut gefallen, diese drei. Also dann ist es perfekt auf dein Percheron angepasst. Dieses wundervolle handgefertigte Zaumzeug kommt dir vielleicht bekannt vor, aber es gibt jetzt eine Variante ohne Horn. Zu finden sind sie in dem Globalshop und im Shop neben Lindas Haus in Jarlaheim. Es ist exklusiv für Finnpferde, Gotland-Ponys, Friesen, Araber Percherons der dritten Generation und für zukünftige Pferde. Und so sieht es aus. Und hier ist noch das Video, aber das haben wir uns schon gesehen. Nächste Woche kommt dann Maya und sie bekommt ihr eigenes Pferd und eine ganz persönliche Quest, die wir auf jeden Fall noch machen werden. Und dann noch das Barock-Paket, was diese Farbvarianten enthält, also 6 Stück. Und man kann es haben für bei 1000, 2000, 5000 Starcoins, wobei ich mal gehört habe, dass es sich gar nicht so viel lohnen sollte, da die Starcoins ohne Doppel-Starcoins-Event so viel teurer sind und es die hier und die Dings, Barock-Zaumzeuge nicht auffedern können. Deswegen ist es, denke ich, wahrscheinlich sinnvoll, es im Spiel zu kaufen. Also ich habe es mal gehört. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich habe es mal gehört. Und dann schauen wir uns mal das Ganze hier im
Spiel an. Und zwar gibt es die hier, wie gesagt, alle bei Marleys Farm. Hier. Und dann schauen wir sie doch mal an. Also hier haben wir den Schimmel, der, ich finde, ziemlich ähnlich aussieht wie der Friese. Da drüben steht ein, okay, ich dachte, das wäre eben noch ein Friese gewesen. Egal, auf jeden Fall steht hier auch ein schwarzer Percheron, ein Rappe, der auch ziemlich hübsch aussieht, muss ich sagen. Die haben aber alle so eine richtig ziemlich breiten, kreuzen hier einen ziemlich kräftigen Hintern. Auf jeden Fall hier noch das, das so aussieht wie ein Gotland Pony. Und es sieht halt echt so aus wie ein Gotland Pony. Also von der Farbe her. Und dann haben wir noch hier unser Besonderes hier, wo ich feststellen musste, dass die auch genau in so groß fast circa sind. Also nicht vom Kopf her, aber so vom Rücken her wie, also nicht ganz, aber fast, das Petra. Und man könnte es fast so als ein Gegenstück zum Petra betrachten, weil das Petra hat ja hier einen schwarzen Kopf und hier mehr so, und dann hier eher so gräulich. Und das hat halt einen weißen Kopf und dann eher so schwarzlich. Also finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Und dann haben wir noch den braunen, der genauso aussieht wie das eine Gotland. Also zumindest so ähnlich. Die kosten 850, haben Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 1, obwohl die Ausdauer ja entfernt worden ist, Agilität 0. Und hier ist auch nochmal der Text, aber den haben wir gerade eben durchgelesen. Ich denke mal, dass dasselbe ist. Also falls ihr euch den jetzt noch hier durchlesen wollt, könnt ihr ihn euch durchlesen. Und ja, das waren die Percherons. Wenn ich noch jemanden finde, der mir die Gangarten zur Verfügung stellt, dann werde ich sie euch auf jeden Fall zeigen. Wenn nicht, müssen wir eben noch 2 Wochen warten, falls ich da überhaupt noch Starcards habe. Aber auf jeden Fall zeige ich sie euch irgendwann mal. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Und es kommen noch flowermäßig Level 15 Champi, aber irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden damit. Das muss ich noch ein bisschen überarbeiten und so. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.